Ja, hallo erstmal und willkommen zum nächsten Video. Wir gehen heute über das Thema Lehren und Lernen mit Videos. Und wir gucken uns erstmal vor allem heute in der Folge viele Szenarien und Formate an. Und in den nächsten Folgen werden wir auch dann überlegen, wie wir das Ganze machen können. Und heute ist sozusagen die Meta-Folge, das heißt, heute erklären wir in einem Erklärvideo Erklärvideos. Ich starte mal die Bildschirmpräsentation und zeige euch ein paar Dinge. Genau. Also heute geht es um verschiedene Formate und Szenarien für den Einsatz von Lernvideos. Erstmal allgemein über Formate. Es gibt ganz klassische Erklärvideos, das heißt, jemand erklärt etwas. Eine andere Möglichkeit, Videos zu drehen, die in der Richtung was machen, wären so Interviewsituationen oder eben auch Reaction-Videos. Thema Reaction-Videos ist ein heißes Thema, weil versucht nicht bei YouTube nach Reaction-Videos zu gucken. Ihr werdet eine Menge finden, was eindeutig nicht für die Lehre geeignet ist. Aber so prinzipiell wäre das eben auch eine Möglichkeit, da gehen wir nachher drauf ein. Der erste Punkt, Erklärvideos, den würde ich jetzt erstmal ein bisschen vertiefen wollen, weil das ist eigentlich das Ding, was wir hauptsächlich machen, auch für die Online-Kurse. Das heißt, da gibt es den Klassiker, die Tafelnummer. Ich denke mal, das kennt jeder. Jemand steht vor einer Tafel, erklärt etwas. Ob man jetzt direkt vor der Tafel steht, Sachen aufschreibt, erklärt, oder man blendet quasi die Tafel dahinter ein, darauf wird erklärt, oder man schreibt auf einen Lightboard, das zeige ich gleich auch nochmal. Prinzipiell das gleiche Setting. Wir schreiben etwas auf und erklären, was wir aufschreiben. Also der gute alte Unterricht in digitaler Version. Nächste, wir halten eine Slideshow. Wir könnten eben auch Screencasts machen dazu. Ein schönes Beispiel sind noch Animationen. Die könnten sowohl digital als auch analog stattfinden. Und ein Talking Head oder ein Interview. Wir gehen mal so in die einzelnen Fälle rein. Hier habe ich ein Beispiel für ein Erklärvideo. Das haben wir aufgenommen beim ILD, beim Institut Lerndienstleistungen in Lübeck. In dem Video möchte ich zeigen, wie man eine Polynomdivision durchführt und was das Ganze eigentlich mit den Polynomgleichungen zu tun hat. Wenn ich die abziehe, habe ich eine 1. Ich ziehe den Rest runter. Die 12 geht 2 mal durch 6. 2 mal 6 macht 12, das heißt, wir haben hier genau 0 Rest. Das heißt, hier habe ich mir vorher überlegt, wie baue ich das Setting auf. Ich erkläre eine Polynomdivision, habe einen guten Faden dadurch, wie ich das Ganze mache. Das Lightboard an sich ist ein relativ cooles Ding. Es ist im Prinzip eine Spezial-Plexiglasscheibe, weil die sozusagen vom Berechnungsindex noch ein bisschen anders aufgebaut ist. Die wird mit LEDs beleuchtet und ich schreibe im Prinzip mit Kreidestiften drauf. Das ist sehr cool und wirkt unglaublich toll. Und das Mini-Feature ist, Sie haben hinterher gemeint, das war einer der ersten Rechtshänder auf den Videos, weil ich bin Linkshänder und natürlich wird das Video hinterher einfach gespiegelt. Eine andere Variante, Videos aufzuzeichnen zum Erklären, sind Slideshows und Screencasts. Ich habe mir kurz überlegt, was für ein gutes Beispiel ich da raussuchen kann, aber ganz ehrlich, ihr seid gerade in der Slideshow. Das heißt, ich zeige euch gerade Folien und erkläre was dazu. Das heißt, im Prinzip ist das bereits eine Slideshow und ein Screencast, den wir gerade aufzeichnen. Ähnliches Setting können wir genauso gut vorstellen. Wir nehmen uns einen Bildschirm einfach auf, erklären dazu, nehmen die Tonspur dazu auf. Ob wir die Tonspur getrennt aufnehmen und dann zusammenschneiden oder ob wir das Ganze quasi in einem Stück aufnehmen, ist euch überlassen. Im Prinzip gibt es da verschiedene Software für, da gucken wir uns auch nochmal später mal an, wie das Ganze funktionieren könnte. Nächster Punkt wäre Animationen, die könnte man eben analog oder digital machen. Digital bin ich nicht wirklich affin. Es gibt viele Software dafür, die niedrigschwellig funktioniert. Es gibt einige Webanwendungen dafür. Da können wir bestimmt mal Nele fragen, ob sie gute Seiten dafür hat. Aber analog ist ein schönes Beispiel. Das kann natürlich ganz vorne anfangen, nämlich bei ganz simpler Legetechnik. Erklärvideos mit Legetechnik. So geht's ganz einfach. Als erstes benötigst du natürlich ein Thema. Deine Ideen hältst du am besten stichpunktartig fest. Und wenn du magst, zeichne und schreibe ein kleines Storyboard. Dann brauchst du Stifte, Papier
und eine Schere. Ein kleiner Tipp: Achte beim Zeichnen und Ausschneiden darauf, dass die Teile groß genug sind. Für den Dreh benötigst du eine Kamera und ein Mikrofon. Dafür nimmst du am besten dein Tablet oder dein Smartphone. Also im Prinzip sozusagen ein schönes Beispiel, ein Erklärvideo für Legetechnik, in Legetechnik. Auch das quasi findet ihr nachher nochmal als Link in den Shownotes. Und im Prinzip gibt es dafür ganz viele Bauanleitungen, wie man das machen kann. Also klar, wir nehmen jetzt ein Smartphone in die Hand, aber die Frage ist, wo legen wir das hin? Ich habe dazu mal was Schönes gefunden. Das ist vom Medienzentrum Limburg-Weilburg. Hier wird eben auch Trickfilm, Stop-Motion-Film erklärt. Und das Schöne ist, hier unten drunter kommt eben auch also ein paar Beispiele dazu, aber auch eine Bauanleitung für eine Trickbox. Das heißt, die nehmen sich im Prinzip eine große Plastikschüssel und bauen die quasi auseinander, schneiden die oben ab, damit das Tablet genau reinpasst, das Smartphone draufpasst, machen die Seiten auf und so kann man eben da reingreifen, das Ganze mit Licht ausstatten. Das heißt, man hat so ein bisschen noch eine schöne Belichtung dazu und es geht relativ einfach. Es wäre ein schöner, leichter Einstieg, um einfach fix ein paar Erklärvideos zu machen. Wahrscheinlich könnt ihr auch dazu irgendwelche Boxen aus dem Haushalt verwenden oder es gibt auch Bauanleitungen aus Lego dazu, wo man sozusagen ein Lego-Stativ baut und dann das Mikrofon drauflegt. Prinzipiell könnt ihr natürlich auch Legetechnik nutzen, um das Ganze dann irgendwie auch mit Lego-Figuren zu animieren im Prinzip. Das heißt, ihr habt sozusagen eine Art Spiel, was ihr da durchzieht, eine Art Bühne, die ihr nutzen könnt und dann eben mit Figuren ausstatten könnt. Die Möglichkeiten sind da ganz, ganz groß. Eine ganz klassische Situation, das ist der Talking Head. Das heißt, irgendeine Person erklärt etwas in die Kamera hinein. Eine Möglichkeit wäre natürlich dann zu sagen, okay, die Fragen sind, also klar, der Sprechtext ist gut vorbereitet, also ein bisschen wie eine Nachrichtensendung, wir erzählen etwas in die Kamera. Ihr braucht dazu natürlich am besten ein Drehbuch, das heißt, was soll erklärt werden, das sollte relativ gut funktionieren. Auch dazu mal ein schönes kleines Beispiel. Nachdem wir uns im ersten Kapitel mit den Begriffen Wissenschaft und Politik beschäftigt haben, geht es nun um politische Institutionen, politische Prozesse, unterschiedliche Politikfelder. Und man sollte dann zunächst erstmal sagen, dass die Politikwissenschaft aus drei klassischen Teilbereichen besteht. Das ist die vergleichende Regierungslehre, neuerdings auch oft mit dem englischen Begriff Comparative Politics betitelt, die IB und die politische Theorie. Wenn also hier wirklich das Setting, jemand sitzt dann irgendwo auf einem Sessel, auf einer Couch oder sonst was, spricht direkt in die Kamera, man kann das Ganze schön ausleuchten. Im Prinzip ist es das leichteste Setting ist natürlich, ich mache das Ganze zu Hause auf meinem Stuhl, spreche in die Kamera hinein. Ich kann das Ganze gut vorbereiten, ich kann das Ganze auch gut schneiden, wenn ich möchte. Beim Schneiden muss ich ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu hektisch wird, also lieber wenige Schnitte und dafür ein bisschen kontrollierter. Oder im Idealfall natürlich so im ersten Rutsch schon gut genug aufgenommen, dass ich damit zufrieden sein kann und einfach rausjage. Vom Talking Head gar nicht so weit entfernt ist das Interview. Hier haben wir sozusagen die Fragen, die an die Expertin gestellt wird. Kann auch sein, dass die Fragen nur eingeblendet werden. Auch da gibt es viele Settings, die man so bei YouTube findet zum Beispiel. Der Interviewpartner, die Interviewpartnerin, die können frei antworten. Das heißt, im Prinzip ist da die Vorbereitungszeit fürs Gegenüber wesentlich geringer. Man sollte natürlich vorher vielleicht irgendwie fairerweise die Fragen schon mal geschickt haben, damit derjenige auch weiß, was er wirklich erzählen möchte. Weil sonst wird das Ganze vielleicht ein bisschen hektisch oder man hat dann plötzlich so Aussagen, wo man sagt, ja, das kann man so nicht sagen, kann man die Frage nochmal aufnehmen. Das heißt, wenn es ein bisschen runder sein soll, am besten vorneweg die Fragen schon mal schicken, damit derjenige auch ein bisschen vorbereitet ist. Das könnte man natürlich heute in Corona-Zeiten auch locker irgendwie remote machen. Das heißt, jemand sitzt zu Hause an seinem Rechner, wird interviewt, die Interviewfragen werden aufgezeichnet, jeweils für sich oder entsprechend hier in einem Meeting entsprechend aufgezeichnet, auf beiden Seiten zum Beispiel. Dann kann man es hinterher auch zusammenschneiden oder man nimmt eben eine Spur davon. Wenn die gut genug ist, dann reicht das ja komplett weg damit. Genau. Auch da mal ein Ja, das war jetzt irgendwie nicht ganz mathematisch
schwierig. Aber jetzt wollen wir uns also mit dem Zusammenhang von Prinzip Wirtschaft und Politik beschäftigen. Wirtschaft, ein wichtiger Politikbereich, der viele Lebensbereiche betrifft. Ja, und in Deutschland haben wir ja, unser Wirtschaftssystem ist ja die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Ja, was ist das eigentlich? Ja, es ist ein schwieriger Begriff, immer sehr, sehr umstritten. Das liegt daran, dass eigentlich rechtlich nicht wirklich festgeschrieben ist, was soziale Marktwirtschaft zu bedeuten hat. Also das Grundgesetz schreibt keine Wirtschaftsverfassung vor, ist natürlich auch nicht neutral. Es gibt verschiedene Aspekte im Grundgesetz, beispielsweise schon Artikel 1, Absatz 1, wo von der Würde des Menschen, die eben unantastbar ist, gesprochen wird. Das sagt schon so ein bisschen was über unsere Wirtschaftsverfassung aus. Dann gibt es verschiedene Grundrechte im Grundgesetz, wie Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, die sehr wichtig sind für unser Wirtschaftssystem, Freizügigkeit, Berufsfreiheit, Garantie des Eigentums. Das sind so Aspekte, mit denen sich... Ein Stück zurück, weil ich das Setting so schön fand. Das heißt, hier sitzen sich die beiden quasi so schräg gegenüber in einem relativ leeren Raum. Das ist, reicht ja komplett aus. Also wir müssen jetzt kein großes Setting hier aufbauen mit einer riesen Bühnenbild oder sonst was. Das reicht also komplett aus, irgendwie Leute irgendwie in einen Raum reinzusetzen, in Corona-Zeiten auf den Abstand zu achten und im Prinzip die beiden frei sprechen zu lassen. Und dann wäre hier wichtig, also man sieht es ein bisschen klein, sie haben beide halt Mikros dran. Das heißt, hier wäre noch ganz gut, entweder ein gutes Raummikro zu haben oder entsprechend dafür zu sorgen, dass sozusagen die Tonspuren getrennt aufgenommen werden. Ist ein bisschen frickelig, wenn man das machen möchte, ohne das zu können. Das ist ein anderer Level, aber sozusagen ein gutes Raummikrofon würde hier schon ausreichen, solange man sozusagen die Mikrofondisziplin bewahrt, also nicht reinquatscht, denjenigen ausreden lässt, sodass dann das Mikrofon nicht durch die Gegend eiert. Genau. Ein letzter Punkt, zu dem ich leider kein Beispielvideo habe, wäre ein Reaction-Video. Das heißt, wir könnten ein direktes Feedback für Einreichungen geben. Das heißt, jemand... Eine Gruppe muss ein Projekt einreichen, einen Vortrag oder sonst was. Wir kriegen als Lehrkraft diese Einreichung und möchten die irgendwie beurteilen. Wir können das Ganze natürlich gerne direkt schreiben. Das heißt aber, wir werden wahrscheinlich groß überlegen, wie wir es machen. Viel schöner und meistens sozusagen ein bisschen menschlicher ist das Reaction-Video oder auch als Audio vielleicht einfacher. Wir lesen das Ding durch, wir gucken uns das Ganze an, wir bewerten dieses Projekt im Prozess. Das heißt, die Leute haben sofort eine Möglichkeit zu sagen, ah, das war gut, das war schlecht, ah, das war ein guter Punkt, da seid ihr schön drauf eingegangen. Wenn wir das hinterher überlegen und sozusagen schreiben, wird das Feedback zwar meistens sehr, sehr auf den Punkt sein, aber so dieses Rauskehren von den guten Sachen oder das Betonen von sehr schlecht gelaufenen Sachen läuft meistens nicht so schön, so menschelnd. Das heißt, da wäre so die Frage, wie ihr das machen könnt und wollt. Ich finde es meistens sehr schön, wenn so eine Reaktion von auf irgendwelche Einreichungen irgendwie ein bisschen persönlicher ist. Wenn ihr das Ganze natürlich wieder irgendwie veröffentlichen wollt, müsst ihr darauf aufpassen. Das heißt, ihr habt hier Material von Leuten verwendet. Entweder müsst ihr entsprechend vorrein fordern, dass sie da irgendwie euch das übergeben. Welche Lizenzen da eigentlich drauf? Sind da irgendwelche Fremdwerke mit drin? Das heißt, hier würde ich sagen, die Veröffentlichung selbst würde ich hier nicht machen. Deswegen, ich habe jetzt nicht groß geguckt, ob ich da Lehrsituationen, Reaction-Videos finde, weil im Prinzip, ich hoffe ein bisschen drauf, dass ich das nicht tue. Weil es immer ein bisschen schwieriger ist, da wegen den Lizenzen drauf aufzupassen. Das heißt, das könnt ihr natürlich ohne Probleme aufnehmen, zum Beispiel bei euch in den Workspace reinladen, in irgendeine Cloud reinladen, den Leuten das individuell dann zuschicken und sozusagen ihr verhindert damit, dass das Ding irgendwo online geht und an die Welt. Genau. Worauf muss ich eigentlich so allgemein achten? Ja, prinzipiell, ich muss viel vorplanen, wenn ich so ein Video machen möchte. Also auch das Interview etc. Das heißt, wenn ich jetzt nicht der Interviewpartner selbst bin, der gefragt wird, sollte ich schon Sachen vorplanen. Beispielsweise muss ich ein Drehbuch schreiben. Das heißt, ich muss mir überlegen, was genau will ich erklären. Ich muss einen roten Faden darin reinbauen. Das heißt sozusagen vom Weg zum Ziel kommen. Ich muss gegebenenfalls schon überlegen, wenn ich H5P-Interaktion einbauen möchte, baue ich Pausen ein, zeige ich auf irgendwas. Hier kommt die Frage. Dann möchte ich das vielleicht schon im Video drin haben. Ich muss generell, wenn ich auf Sachen aufpasse, Lizenzen einbaue, dann muss ich auf die Lizenzen achten. Wenn ich andere Personen mit reinbringe,
Also das heißt, ich mache ein Interview zum Beispiel, dann muss ich mir die Rechte einholen. Das heißt, ich muss denjenigen entsprechend eine Datenschutzerklärung oder was mit reinreichen. Das muss er mir unterschreiben. Das heißt, darf ich ihn überhaupt aufnehmen? Und ich muss natürlich so berücksichtigen, brauche ich Requisiten, brauche ich einen Tonständer, brauche ich irgendwas zum Hinstellen, brauche ich irgendwas anderes, Möbelstück, auf das ich eingehen möchte, dann sollte ich es vielleicht haben. Ich brauche vielleicht einen Drehort dafür, vielleicht reicht meine Wohnung, vielleicht kann ich aber auch rausgehen an den Spielplatz und ein Interview aufnehmen zum Beispiel. Oder ich setze mich auf eine Parkbank mit den Leuten und quatsche da mit denen oder vor den Lieblingsbaum in meinem Park. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Neben dem Drehbuchschreiben muss ich auch den Technikcheck beachten. Das heißt, so, womit nehme ich eigentlich auf? Prinzipiell Smartphone und Tablet reicht eigentlich. Wenn ihr mehr habt, nutzt mehr. Das heißt, eine Spiegelreflex kann auch sehr gute Aufnahmen machen. Das haben wir zum Beispiel beim ILD so gemacht. Brauche ich ein Stativ? Brauche ich andere Stellmöglichkeiten, um irgendwas aufzuhängen, hinzuhängen? Also so das Bild hinter mir muss ja auch irgendwo angehangen werden. Brauche ich ein externes Mikro? Das wäre immer ganz, ganz praktisch und super. Da reicht es schon, ein einfaches Klinkenmikrofon zu nutzen. Das geht auch an Smartphones dran. Da habt ihr nämlich schon mal den Ton an der Person und nicht bei euch. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und ich muss mir überlegen, welche Software ich für Aufnahme und Schnitt verwenden möchte. Die Aufnahme geht sehr oft auch schon mit den Geräten selbst. Also auch Windows bietet eine Aufnahmemöglichkeit, Apple, Linux etc. Wenn ich aber auch da getrennte Spuren haben möchte, mehr Möglichkeiten haben, bereits in der Aufnahme zu bearbeiten, dann brauche ich da vielleicht bessere Software. Da kann ich OBS Studio empfehlen. Das werden wir uns noch in den nächsten Folgen angucken. Und die nächste Frage ist, womit schneide ich das Ganze? Auch da gibt es verschiedene Softwares. Einige Systeme liefern bereits schon was mit. Die sind dann so Grundlagensoftwares. Auch da möchte ich dann so darauf eingehen, dass wir da so Möglichkeiten haben. Ich habe da schon Shotcut für genutzt. Das ist auch eine Open-Source-Software. Die ist da ganz praktisch für. Worauf müsst ihr generell achten? Das Pareto-Prinzip habe ich schon mal erwähnt. 80% der Ergebnisse schafft ihr in 20% des Gesamtaufwandes. Das heißt, ihr könnt eine Menge an Zeit reinstecken. Das wird aber meistens nicht dafür sorgen, dass es ein viel besseres Ergebnis wird. Das heißt, vielleicht reicht es auch schon komplett aus, ein Reaction-Video einmal aufnehmen und fertig, anstatt dass ihr das irgendwie 20 Mal neu aufnehmt. Gerüchteweise gibt es viele erste Aufnahmen. Also auch bei mir gibt es da Videos, wo ich sage, ja, die habe ich in einem Stück aufgenommen, die sehen gut aus. Wie viele Aufnahmen hast du gebraucht? Oh, eine, so 5 Mal. Also prinzipiell, irgendwann ist man mit sich selbst auch ein bisschen zufrieden und das reicht eigentlich auch komplett aus. Es gibt auch ein Lernvideo Canvas. Das heißt, da habt ihr auch eine wunderbare Vorlage zur Ideensammlung. Die möchte ich euch mal kurz zeigen. Genau, das ist sozusagen hier das Layout, das ihr da verwenden könnt. Das heißt, hier könnt ihr euch ausdrucken. Das ist selber unter einer CC-BY-Lizenz. Da habt ihr sozusagen die Möglichkeit, direkt das Ding, das sozusagen Lernvideo zu planen, zu organisieren. Hier habt ihr also wirklich eine gute Vorlage, um euch da durchzuhangeln. Lässt sich gut auch im Klassenraum auslegen, im Lehrerzimmer etc. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zu sagen, ihr habt einen Punkteplan, den ihr abarbeiten könnt, um ein Lernvideo zu erstellen. Ja, im Prinzip war das alles. Ihr werdet weitere Lesetipps im Anhang finden. Das heißt, ich habe ganz viele noch Tipps rausgesucht, so allgemein. Die Präsentation selber könnt ihr gerne weiterverwenden. Die ist freigestellt. Sofern die Inhalte noch nicht fern sind, ist die ganze Präsentation aus CC0. Vielen Dank.